ein neues Freund. Ich bin gerade England. Nein. Nee. Also hört sich so an. Nicht geil! Ach, nee, Quatsch. Du warst richtig so. So, jetzt fahren wir los zur Schule. Ja, beginnt ja morgen ja immer mit Schule, Schulfahrt. Ah, ich kenne das alles nicht ganz. England. Nee. Aber lieber zu früh da als zu spät. Ist ja mein. Dann können wir noch kuscheln. Dann kann man noch. Oh ja. Mal sich ein blaues Auge holen. Dann haben wir noch ein paar Minuten Zeit, einmal zum Entspannen, bevor es da reingeht. Und los geht's. Jetzt geht's wieder zurück, auf alle Fälle. Chaos herrscht hier. Ja, ist doch schön. Sie ist gerne in der Schule, auf alle Fälle. Das ist wirklich eine Erleichterung für mich. Und ich hoffe, dass das mit Lumen dann genauso gut klappt. Filme das, ihr könnt es dann auch auf YouTube euch angucken. So, hier ist die Netzumgebung am besten, sagt meine Frau. Da kann man gut telefonieren. Aber du hast mich doch, oder? Siehst du? Siehst du? Hier ist richtig gutes Netz. Schön. Unglaublich. Jetzt sind, wir haben alle eine Zeit. Mietrad kam zurück, jetzt total desolat, völlig die Narbe halb außen. Na, na, ihr bolzt. Müssen wir mal gucken, was da los ist. Kamera habe ich gekauft gestern, hier, diese 360-Grad-Kamera, meine erste 360-Grad-Kamera, könnt ihr das überhaupt sehen, das Licht ist echt miserabel hier heute. Und die wollen wir auch noch mal ausprobieren, am Wochenende denn. Jetzt geht doch noch mal auf den Top und dann sehen wir uns gleich im Laden. Meine Güte, ey. Die gute Frau wollte mal zum kaputten Drache haben, mein Gerello. Das muss doch kaputt sein. Das muss man doch reparieren. Alle 3 Wochen nachpumpen ist normal. Laut Reifenhersteller sogar, Schlauchhersteller, wie auch immer. Ne? Alle 3 Wochen beim Fahrrad nachpumpen. Nicht, dass es komplett leer ist. Das ist natürlich nicht normal. Aber dass man nachpumpen muss, das ist normal. Glauben Sie einem nicht. Ist aber so. Ist ja gerade die Hölle hier, ey. Wo ist denn jetzt hier die Schere? Was ist Nummer 16. Von der Nummer 16? Wer ist denn das? Ich kenne die doch alle ja nicht. Und? Wo ist denn die 16? Da. Die 16? 16. Das ist für dich, Wolfgang. An der U-Bahn. Für Schule, ja. Wo ist denn der Mann mit dem Licht? Jo. So, jetzt hier. Schau mal, dit. Was hältst du denn von so einer, von mit Schelle drum? Vielleicht hält es besser, ich weiß es nicht. Aber passt das vom Durchmesser, wenn ich ein Gummi drunter lege? Aber das habe ich Opa, mein Fahrrad. Tür, wenn ich mich einmische, das habe ich Opa, das hält, Thomas. Naja, es hält eigentlich besser als das andere Ding, weil ich kann ja nicht so abbrechen. Guck mal, ob der Durchmesser, wenn nicht so ein Stück Gummi oder alten Schlauch, den haben wir hier auch hängen drunter. Danke dir, ja. Ja, bitte, bitte. Wolfgang, guten Morgen, was gibt's Neues? Komm, mach schnell, ich hab viel zu tun. Ich merke das, wo jetzt der Abgroß, da bin ich schön. Furchtbar, ey, furchtbar. Jetzt haben wir jetzt Zeit. Machtlos gegen den Mob. Dazu. Was ist denn das für ein Mob? Fliegende Flaschen, Leuchtkugeln, Hitlergrüße. In Chemnitz sah die Polizei mit an, wie die Gewalt der Neonazis eskaliert hat. Das sah die Polizei mit an? Wieso denn das? Morgen. Moin. Ach, unsere Truppen, immer mit dem Bier am Hals. Wunderbar. Wunderbar. Das ist ja wirklich. Mann, Mann, Mann. So.
Alter, was ist denn hier Husel? Ey, wie kommt der Sache näher? Wolfgang? Ist bald soweit. Wahrscheinlich heute am Ende des Tages ist die Röhre voll. So, da noch eben. Nochmal zwei Stück. Oh ja, oh ja, oh ja. Was ist drin in der 2 Euro Röhre? Was schätzt ihr? Was ist drin? Auflösung kommt dann morgen. Hoffe ich, dass ich es morgen schaffe oder am Wochenende. Der Wolfgang will ja unbedingt mitkommen. Den nehmen wir denn mit zur Bank. Das ist ein Bodyguard. Der muss sich dann schick anziehen. Macht damit Leitschutz. Quasi. Jetzt geht's los mit Aufträgen. Oh Mann, jetzt kann ich jetzt draußen alle zur Tür. An so eine Schulklasse habe ich noch 4 Räder vermietet. Ey, das war ja ein Krampf. Die alle sind total cool. Ey, wow, wallah, ich sterbe. So völlig, völlig Banane. Der Lehrer, der war auch, ich möchte mal sagen, völlig abgenervt. Also wenn du das den ganzen Tag hast, dann ist er kaputt. Was ist das für Rad? Mein Arsch tut weh. Ey, wirklich schlimm. Ich fange an, auf alle Fälle. Problem hier, beschriebenes Problem des Kunden ist, dass ich hatte heute Morgen Besuch von einem YouTuber, hat sich nicht zu erkennen gegeben, aber wie gesagt, wer er ist. Mit dem Hawk E-Bike. Wer bist du denn überhaupt? Hätte ich gar nicht gefragt. Siehst du? Und die Kamera hatte ich auch nicht dabei. Ärgerlich. Ja, nächste Mal. Und dann wurde es auch sofort stressig. Also, das ist halt auch das Problem. Tatsächlich, wenn ihr dann mal vorbeikommen solltet, das ist total toll. Ich freue mich auf alle Fälle, wenn ihr kommt. Aber ich werde nicht immer die Zeit haben, zum so intensiv quatschen und so. Also ich nehme mir schon immer Zeit für jeden Kunden, aber eben, seht ihr ja selber, dann sind da noch Leute und da noch Leute und zum Schluss waren dann eben diese Schulklassen, 5, 6 Mann aus dieser Schulklasse und der Lehrer, die da gewartet haben und dann noch eine andere Person, die was wollte. Dann, ja, ist halt schwierig. Kriegt man oft nicht alles unter einen Hut. Und gleichzeitig sowieso nicht. Deswegen nehmt euch Zeit, kommt mit Zeit vorbei, kommt vorbei, schaut euch um hier im Laden, meinetwegen. Aber seid nicht sauer, wenn ich gerade was zu tun habe. Aber ich hoffe, ich konnte erstmal helfen. Also die Bremse schleift nicht mehr. Ja. Und ja, das reicht. Das freut mich auch schon, wenn ich helfen kann. Hier bei dem beschriebenen Problem, der Umwerfer schaltet nicht mehr richtig hinten. Das Schaltwerk schaltet nicht mehr richtig. Das probiere ich jetzt zu beseitigen, dieses Problem, indem ich den Zug tausche. Ich hoffe, daran liegt es. Also werde ich den Schaltzug entfernen und einen neuen einbauen. Ein schönes altes LX-Schaltwerk. Hilfe, mein letzter Schaltzug. Was ist da los? Ey, überhaupt nicht im Überblick.
daraus erstmal WD-Folie. Na, darf ich stören kurz? Ja, bitte. Schade, dann gehe ich wieder. Vielleicht ein bisschen. Was hast du denn? Gesprächsbedarf. Ach so. Du bist aber auch Hobbypsychologen, hab ich gehört. Von wem hast du nicht gehört? Das sind doch alle Läden hier. Außer jeder, der. Vorne die nicht. Ich glaube, diese 24-Stunden-Saufshops nicht. Da kriegst du das in so eine Art Apotheken. Ja, umso länger man auf hat, umso mehr ist man Psychologe wahrscheinlich auch. Ja. Das kann sein, ja. Wenn man immer da, immer präsent. Ja, deswegen machst du ja schön früh auf. Das ist, bewundere ich auch immer wieder. Das ist ja immer plötzlich. Wie meinst du? Ja, könnte ich. Man wird doch in Berlin früher oder später so, dass man erst irgendwann Mittagsruf macht. Ist das so? Es scheint mir so, die Läden machen wir später auf um 10, um 11. Ja, das ist aber, also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das so typisch ist für Berlin. Nicht? Der gute Mann wollte jetzt hier wirklich nur den Zug haben, aber guckt euch mal den Bremsbelag an, der ist ja auch nicht mehr schön. Da muss ich dann den Kragen hier abschneiden, weil der sich immer hier drunter da einhakt. Seht ihr? Geht natürlich nicht. Oder wir drehen den Bremsbelag um, vielleicht noch besser. Dann hat er wenigstens so ein bisschen Bremsgummi zum Abarbeiten gemacht. Nämlich nicht so. Sondern eben das gute Stück hier umdrehen. So. Und schwuppdiwupp hat man wieder Bremsbelag. Seht ihr? Oh, so geht das. Bremsbelag einfach umgedreht. Und das muss funktionieren. Luft irgendwie. Nee, dann gehst du zur Ausbildung. Ich zur Ausbildung. Kann ich mir nicht leisten, leider. Ich muss jetzt auch schon wieder weitermachen. Du hast aber auch einen Tag Urlaub Anspruch. Ja, einen Tag Anspruch Urlaub. Ja. Ach Quatsch, hör doch auf, ey. Doch, hast du. Hat jeder auch die Truppe, wenn die sind, die haben auf einen Tag, dann kommt man nie schafft, auf einen Tag Urlaub Anspruch. Kompaniechef, ne? Das war die Bremse. Ja. Mit Lohnausgleich. Oh Mann, ey. Aber wenn das mein Chef hört. Wenn das mein Chef hört. Nee, meine Frau. Mit Lohnausgleich. Das werde ich immer vorschlagen. So, jetzt aber hier. Zweimal bitte Schlauchwechsel. Das ist der zweimal bitte Schlauchwechsel. Naja, dann machen wir zweimal bitte Schlauchwechsel. Also. Na. So, nur mal zur Info. Der hintere ist der ältere Reifen. Also, ja, der ist schon etwas rissig hier an der Seite. Hat natürlich Profil.
Aber die Frage war von ihr, ist denn nicht der hintere neuer als der vordere? Nein, ist er nicht. In diesem Fall sieht nur so aus. Zwischenstand. Ja, wir schaffen es, wir schaffen es. Heute schaffen wir es. Jetzt sind noch 3 oder 4 2-Euro-Stücken. So, Schlauchwechsel 1 ist gleich fertig, ne? Hier. Ich bin der Meinung, der ist nicht platt. Bitte, bitte Schlauchwechsel Nummer 2. Jetzt. Der Reifen ist schöner hier vom Zustand. Und danach schraube ich Akkulampen an. So. Fertig, ich hoffe, das genügt. So, was haben wir denn hier für eine Beleuchtungsanlage? Oh mein Gott, was da passiert? Tada! Lu-Nivo. Hickeby. Wolfgang ist kein Hipster, ist ein Hingster. Wo ist denn der? Ich hab Hunger. Ja, kriegt man ja, wenn man so weit ist. Ja. Was ist los, Wolfgang? Hat er noch Meier? Ja klar, der noch Meier. Die ganze Nacht rennt er durch die Straße rum, passiert der Beuterbau auf die Bäume. Und dann gestern Nacht hat er da um die Ecke noch bei den Arztzeiger, hat er ja die Baumschäge gegeben, also eine Palette mit den Nadi. Jetzt toll zeigt sich auch der Wort. Ich am liebsten, ich müsste mich ganz anzuhören, alle. Bloß in 5 Minuten zickt man auch an. Und nun sind alles, was ihr an mir nicht, was ihr an mir nicht gefällt. Ich sage, ich bin gerade am Umziehen, die Hose an, sie will einordnen, dort kommt der, helft mir mal. Das machen, das machen. Die hast du hektisch mit allem, das wirst du noch. Ja. Hektisch. Ja. Kann ich machen, gleich mal. Alle 5 Minuten mal neu. Hä? Mit dem Ding, da sind sie 3 Mal runtergeflogen. Das heißt, da wäre ich gut. Ein Wagen, wo drauf für dich. Aber nein, er muss das Ding nehmen. Ja? Ja, hätte auch den Wagen haben können. Ja, logisch. Wiss ich ja. Warum? Habe ich auch gedacht. Na, hätte er haben können. Hätte er nur sagen müssen. Naja, so habe ich auch gedacht. Ja. Da können wir uns mit dem Ding, das ist ja nicht schlecht, da können wir mit dem Ding ab, mit dem Ding runter. Ja. Der mault und schimmt und schimmt und schimmt. Alles, was ich mache, ist verkehrt. Ja. Mal, ich bin nicht unzufrieden, Thomas, wenn einer auf den anderen rumhackt. Ja. Ja. Der ist schon wieder zu Hause heute. Der musste mal mit seiner Frau reden. Ich hoffe, du siehst mir nicht an. Muss man sagen, dann nimm mir immer mit zur Arbeit. Ich kann nicht mehr, sagst du einfach Kindergarten. Ich hab mal die gute Hose auf ihn eingezogen, weil ich besser an die Hose eingezogen hat ihn mir gestört. Ne? Ich ziehe jetzt mir wieder um und dann bin ich einkaufen. Ich muss dann mal einkaufen gehen. Ich war gerade los hier um 11:30. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Also, ja, ich glaube, ich kann ihm helfen. Kann, ja. Dann musst du mal sagen, Kindergarten ist vorbei, Andrea. Jetzt nimmst du mal wieder mit zur Arbeit. Das ist doch warm, Mann. Sommerferien sind beendet, ja. Der muss mal arbeiten. Der hat viel zu viel Freizeit, wenn er nachts Baumscheiben baut. Immer alles selbe, sagt man dasselbe. Ich sage, ich helfe alles Mögliche. Ich renne nach Garten raus, ich hol das, mit Bitbesäule. Dass man mal sagen kann, komm, ich besorge ein Auto oder so was. Oder dass man mal was rausfahren kann. Windwacke, das ist nicht drin. Na logisch. Ist doch von der Gewerbehosenaufsichtspolizei oder wie? Ach, wer Ecke? Alle, ich meinst du. Ja. Na logisch. Weil ich meine Hose nicht gefallen habe, gerade die 5 Minuten, die wir da runtergelaufen sind. Ich sag, kann ich noch einen Anzug anziehen, wenn ich da runterlaufe. Na ja, das ist ein Mensch.
Wieso musstest du die Chip kleiden oder was? Ja, so ungefähr. Oh Mann, ey, ich bin gleich wieder reich. Ja, okay, so ungefähr ist es. Ja, Wolfgang, ich zeig dir mal kurz den Trakt unten. Dann. Wir sehen uns später. Nicht ärgern lassen. Ich war gleich begeistert von dem Rad. Ja, aber es ist auch alles dran, ist so für einen relativ geringen Preis. Ne? Ich habe ja das andere für einen noch geringeren Preis, 330, aber das wollte sie nicht. Oder so, ist ja auch günstig, einfach ein bisschen mehr. Ciao, ciao. Ein bisschen mehr auszugeben. Der Countdown läuft. 2 Euro. Jo, hier haben wir jetzt. Ein Sattelstützschraubenproblem. Also benötige ich einen 13er Schlüssel, den ich hier ranmache. Dann befestige ich ihn mit einem Kabelbinder hier. Dann nehme ich eine Säge. Schraube getauscht. Herrlich. Nicht große. Ich meine, was soll ich noch machen? Thorsten hat mir gerade eine Serviceklappe gebracht für eine Vespa. Für meine blaue Vespa. Thorsten. So sieht die aus. Die braucht 20 Euro. Boah, ist das fett. Das ist royal. Na, bin ich doch zufrieden. Das ist doch in Ordnung. Dafür musste ich nicht losgehen mit Kurven. So muss ich das sehen. Das ist natürlich schon ein echt fetter Preis für so ein Ding. Vor allem für Selbstabschrauber. 10er hätte es auch getan. Jetzt muss ich nochmal nach oben durchsortieren. Wahrscheinlich gleich Kundschaft, aber ich muss da oben durchsortieren, damit ich hier unten weit aufräumen kann. Wäre ja tatsächlich. Meine Frau. Hier, liebe Leute, sehen wir wieder mal einen Konus, der ein bisschen wackelt. Die gute Dame hat den Schlauch und den Mantel gewechselt, meinst du? Und vielleicht ist dabei das passiert. Das ist hier nämlich vorher noch nicht aufgefallen. Jetzt schauen wir mal in die Achse.
Das ist eine Katastrophe hier. Eieieiei, so habe ich das jetzt ja nicht wahrgenommen, als ich drin war. Also die ist schon längere Zeit locker gefahren worden und die ist total verbogen. Läuft doch rau. Fabi? Ja, bitte. Sag mal, hat Anouk heute ihre Gitarre mitgenommen oder ist sie noch in der Schule? Ich habe die Gitarre vorhin in die Schule gebracht, ja. Na, dann gucken wir uns den Schrotthaufen mal an, wa? Was sagst du dazu? Ja. Nur mal gucken. Sagen Sie mal, mit welcher Fahrt. Das habe ich noch nie gehört. Habt ihr das schon gehört aus der Kirche? Sagen Sie mal Sonntags. Ist ein Ding, ey. Ich hab das noch nie gehört da. Ach. Nee. Noch nie. Are you Tommy? I'm Tommy. The other friend, the other bike shop sent me here. Okay. Because I'm looking for a bike, but something very cheap. Basic. Cheap. And why they sent to me? He said they know I'm very expensive. He told me you can help me more than him. Ah, so why? I don't know. What is cheap? No, I mean, show me the cheapest option you have. The red one, 90 euros. Questa. The red, yes. This is the cheapest. Yes, definitely. Okay. So the most bikes I get are totally broken and not worth to repair. So also this one, the red one, has a brand new back wheel. The back wheel, only the back wheel, is 55 euros. Okay. 35 for the rest. So that's not a business normally. Si, si. But I have a question. On that bike, you can put. Is possible to put a basket on the front? Yeah, without the light, maybe. Yeah, without the light. I need the light. Yes. Yeah. Then you have to put the light on another place. I can put on my head, no? Yeah. Minatore. I don't know how it's called. Worker in the. Yeah, miniera de col. Miniera de col, yeah, you know. Basket. I realized when I was in Netherlands that when I have a basket, it's useful, but also they don't steal it so easily. The basket. The bike. The bike with the basket. Yes. It's an anti-theft thing. They don't like this basket. But in Berlin is a very common basket to have a basket to steal baskets in front. Yeah, no, well, no, the bike with the basket. Yeah, I don't know. Okay. Die Fahne. Ja, die ist, Trauer. Nee. Ja. Ach. Geht bergab? Ja, die kommt ja. Ja, da weiß ich nicht. Nee, leider. Die sieht so flotter aus als die hier. Ja, mal gucken. Wenn du Bootstag hast, dann mache ich sie wieder hin. Ja. Ja, musst du mir nur sagen, wann du hast. Ach dann. Gott, oh Gott, das dauert noch. Ja? Bist du gerade dran gewesen? Bis in November. Ah ja, das kriegen wir hin, na klar. Ja. Miniera Ecole. So, ja, haben wir. So ist es. Brummel ist weggestürzt. So ist hier also mein Alltag auf der Straße. Wenn ich da mal hier sitze, das habt ihr ja auch selten, hört ihr selten. Okay.
Heute ist ja nicht viel Material zusammengekommen. Hier, schöne Tischlampe gekauft. Hier, lass. Ja, sieht doch toll aus. Guckt mal. Mann, die leuchtet so, ja. Ganz feine Ding. Werde ich oben auf meinen Arbeitstisch stellen. Ich liebe ja Lampen irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Finde ich halt toll. Mann, es macht keinen Spaß, sagt sie. Die wollen immer so viel, die Kinder. Ich habe ein T-Shirt bekommen. Schimmelvelo. Größe M. Das passt mir nicht. Hat er mich nicht angeguckt? Hä? Größe M. Größe M. Das passt mir nicht. Aber nett. Auf alle Fälle Schimmelvelo hier in Zürich. T-Shirt habe ich bekommen aus Zürich. Aus Zürich, oh. Ja. Sag mal, bist du eine Pakete noch heute von heute früh? Nö, sind nur da. Was? Wieso? Ich hätte sein können, ich habe noch nicht gefragt. Nee, das ist immer 16er der Tag, wa? 1516. Ja. Wieso, wer ist denn bitte? Keine Ahnung, ich ist. 22, 20, nee, warte mal, 22, 21, 20. 19, 18, 17, das ist 16, das ist ja bei Klemz. Ehre vor Klemz. Ja. 15, 16. Schönen guten Abend, was darf es denn sein? Ne? Was darf es denn sein? Hallo. Hallo. Guck da vorne. Oh, nicht angehalten. Durchläufer. Hat sich schon dich jetzt ein bisschen aufgegrüßt, wie in so einer Ehe oder so? Ach so, Mist. Jetzt nur noch so, hallo. Wann trennen wir dann uns? Das steht jetzt als nächstes. Aber ohne Rosenkrieg. Das machen wir nicht. Kein Rosenkrieg. Kaputten Fahrerschleifen. Auspeitschen. So. Ciao, ciao. Schönen Abend. Ciao, ciao. Hast du andere Schuhe auf einmal an? Ja. Sind die anderen Schuhe? So. Die wollte die Ärger. Okay. Das ist nicht böse gemeint von mir. Du musst da nicht anfangen zu weinen, deswegen. Was ist da passiert? Ich habe den Chips gekauft, das ist passiert. Das Problem ist, dass Anouk die immer haben möchte. Und ich möchte, dass ihr die aufteilt, richtig? Dass ihr sie alle aber teilt, wahrscheinlich. Also Lisa wollte ja auch welche haben. Ja, ich würde sie jetzt mit reinnehmen. Kann ich machen. Ja, aber Lisa wollte auch welche haben. Auf endlich! Also die Katze will auch welche haben. Gib mal rein. Ja. Gib dir Lisa auch welche haben. Und das ist für Skadi. Liebe Leute, das war es für heute. Wir sehen uns morgen. Morgen habe ich als erste schon mal Ankündigung. Preview. Tretlagerwechsel. Ja, und Schwalbe Kojak-Reifen muss ich bestellen. Naja. Was wollte ich noch? Wollte ich noch was? Nee, das war's, ne? Licht aus. Wir sehen uns morgen. Geht fein schlafen. Ich gehe jetzt weiter arbeiten. Und macht's gut. Bis morgen. Ciao.